Ich habe so das leise Gefühl, dass Nix dieses Jahr probiert, das letzte Jahr ein bisschen besser zu machen. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe was Tolles, Spannendes gesehen, was wirklich meinen Namen förmlich gerufen hat. Und zwar hat Nix ein neues Complexion, ein neues Hautprodukt rausgebracht. Und das wollte ich unbedingt testen. Ich habe nämlich so ein paar Videos auf, ich glaube, es war TikTok gesehen. Zu diesem Stick, ich meine, dass das Product Placements waren. Ich wollte mir einfach ein Bild davon selber machen, weil das Ganze sah doch wirklich, wirklich spannend aus. Und ich dachte mir, wir probieren das Ganze aus. Ich habe mir das Ganze natürlich selber gekauft und wir schauen, was die neuen NYX Pro Fix Sticks können. Das ist ein Zungenbrecher. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle ein wundervolles Wochenende gehabt. Falls nicht, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen aufheitern kann. Folgendes hat sich ja im letzten Jahr zugetragen. Es gibt ja den Bare With Me Concealer. Das ist einer meiner liebsten Drogerie-Concealer, die es gibt. Super Formulierung, liebe ich als Foundation-Ersatz, um so ein sehr glowy Make-up zu haben. Und dann kam die NYX Blur Foundation raus und die war trocken wie ein Wüstenpup, muss man so sagen. Hat mir leider persönlich gar nicht gefallen, weil ich aber auch eine andere Erwartungshaltung an das Produkt hatte. Aber ich glaube, für jemanden mit einer sehr stark ölenden Haut könnte das eine gute Foundation sein. So, jetzt kam was Neues raus und zwar die Pro Fix Sticks. Das sind sie. Das sind Concealer-Sticks, die 7,95 € kosten. Die sind recht klein, 1,6 Gramm sind mit dabei. Und ich habe drei Stück gekauft, denn es gibt die auch. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil das immer noch in der Drogerie so ein recht unbekanntes Thema ist. Color Correction. Schwöre ich drauf, liebe ich, brauche ich. Lieben wir sehr. Du kannst mit Color Correction sehr, sehr viel in deinem Gesicht machen, ohne dass du zu viel Make-up trägst. Also wir sprechen bei Color Correction davon, dass wir Farben miteinander ausgleichen. Beispielsweise habe ich hier, ne, einen kleinen Besucher, ist eine Rötung und Rot kann ich mit Grün ausgleichen. Dunkle Augenschatten kann ich mit so einem orange-peachigen Ton ausgleichen. Du kannst mit Gelb so ein bisschen mehr Leben zurück ins Gesicht geben, wenn deine Haut so ein bisschen fahl ist. Und NYX hat wirklich auch ein paar Corrector mit rausgebracht. In Pink, in Dark Peach, in Gelb, in Grün, in Brick Red, in Aprikose und ich glaube ja, ich glaube, das sind die Color Correction Produkte davon gewesen. Es gibt insgesamt 18 Shades plus die 6 Color Correction Shades. Es ist natürlich nicht alles bei DM Online, was ich ein bisschen schade finde. Die sind auch noch nicht in der Drogerie verfügbar. Das dauert manchmal ein bisschen, aber ich sehe es kommen, dass es auch in der Drogerie dann eine erweiterte Shade Range gibt als diese helleren Farben, die es jetzt online gibt. Da muss man nichts wirklich zugute heißen. Die sind, was die Shade Range angeht, immer wirklich sehr, 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 sehr gut. Wir haben verschiedene Farben. Ich habe so ein kleines Problemchen gehabt. Ich habe nämlich einen ganz, ganz dummen Fehler gemacht. Ich stehe morgens auf, ich mache meinen Kaffee, setze mich unten hin, hier an den Computer und schaue, was es so Neues gibt auf den ganzen Plattformen. Und ich habe in meinem Computer diese Schlaffunktion, genauso wie im Handy mit drin. Und dann dimmt er das blaue Licht raus und macht das ganze Bild so ein bisschen gelber. Und wenn du morgens eine halbe Stunde wach bist, dann ist es mir nicht ganz so aufgefallen. Deswegen könnten die Farben ein bisschen spektakulär aussehen. Ich habe drei Produkte raus und ich lese euch einmal vor, was das Ganze können soll, denn das ist schon wirklich spannend. Deckkraft, volle Deckkraft. Für fettig, ölige Mischhaut, normal, sensibel, empfindlich, trocken, unrein. Da muss ich sagen, das ist mir bei NYX schon mal aufgefallen, dass sie irgendwie alle Kategorien auswählen, das dann am Ende nicht ganz so stimmt. Deswegen testen wir das. Vegan, Textur, Konsistenz, Stift. Der Pro Fix Stick. Okay, es geht noch weiter, der Name. Der NYX Pro Fix Stick Quick Fix Concealer. Come on. Von NYX Make-up. Begeistert mit seiner hohen Deckkraft. Dank der starken Deckkraft können Hautunebenheiten wie zum Beispiel Unreinheiten, dunkle Augenringe, Hyperpigmentierung oder Rötung schnell abgedeckt werden. Zusätzlich lassen sich Gesichtspartien perfekt aufhellen. Aufgrund der kompakten Stiftform lässt sich der Abdeckstift hervorragend auf die gewünschten Stellen auftragen. Abdeckstifte und ich, wir haben schon eine sehr, sehr lange Geschichte miteinander. Ich erinnere mich an meine Präpubertät, als wirklich mein Gesicht alles erlebte, was auch der Mond jemals erlebt hat. Und ich, kennt ihr, ne, diese Klerasil-Abdeckstifte, ne, das ist der Abdeckstifte, das ist das Schlimmste, was man machen kann. So, ich habe also sehr viel Erfahrung, was Abdeckstifte angeht. Ich habe mir drei Stück geholt. Einmal die Farbe Pink. Ich finde, Pink ist mir ein bisschen zum Color Correction
etwas zu hell. Sieht man fast kaum. Ich hätte wahrscheinlich eher Peach nehmen sollen. Ich habe die Farbe 04 Light. Die ist wirklich, wirklich hell. Und da kommen wir dann ne, zu dem Problem, dass das Ganze wahrscheinlich ein bisschen durch das Licht, was ich im Display hatte, ein bisschen verändert wurde. Und ich habe die Farbe Vanilla. Vanilla ist recht gelb, aber ihr seht einen guten Farbvergleich. Wahrscheinlich eher nicht so. Ein bisschen weiter hinter. Also es sind drei verschiedene Farben, auch vom Unterton. Das Ganze ist, da ist nicht viel Produkt drin. Ne? 1,6 Gramm, das ist nicht viel. Aber beim Swatch merkst du sofort, das ist eine ultra cremige Textur. Also das ist schon, das ist wie, als hättest du eine Foundation eingefroren und die taut gerade auf und dann ist sie super flüssig wieder. Super, super cremig und wir probieren das Ganze einmal aus und wollen schauen, ob wir dieses Gesicht heute ein bisschen alltagstauglich hinkriegen. Falls ihr die Produkte von NYX vielleicht schon getestet habt, dann schreibt mir das Ganze liebend gerne in die Kommentare. Es gibt so ein paar Produkte, die ich wirklich liebe. Den Plump Bright Back Primer, den Marshmallow Primer mag ich auch sehr gerne. Der ist mir nur zu stark parfümiert, obwohl ich Duftstoffe, ich liebe Duftstoffe, aber das ist mir einfach ein bisschen zu viel. Aber wir schauen jetzt mal, was das Ganze kann. Die Textur ist wirklich weich. Die ist jetzt so ein paar Minuten auch schon drauf. Ich habe auch noch nicht gesehen, dass sie sich in diesem Direktauftrag verflüssigt. Ich finde, dass die Farbe Vanilla im Moment ganz gut passt. Ich habe auch extra auf Self-Tan in den letzten Tagen verzichtet. Genug gequatscht. Let's go. Dafür hole ich euch wirklich, wirklich nah ran und nehme mir so einen ganz, 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 ganz kleinen Pinsel und arbeite erstmal hier aus meiner Hand und probiere, meine Unreinheiten abzudecken. Ich hätte jetzt natürlich auch den grünen Stift nehmen können, habe ich aber nicht gekauft. Also die Deckkraft ist definitiv da und ich habe ja hier wirklich nur ein bisschen benutzt. Wir probieren jetzt erstmal so ein bisschen Spot Concealing. Eigentlich hatte ich vor, das so ein bisschen als Foundation-Ersatz zu benutzen. Das habe ich ja bei dem Blur With Me Concealer auch sehr gerne gemacht. Mal schauen, ob das heute klappt. Also für grobflächig wird es jetzt ein bisschen hell. Ich habe hier, seht ihr das? Das ist kein Pickel, ne? Das ist wie so ein kleines Blutschwämmchen. Das müsste ich mir echt mal weglasern lassen. Dafür wäre halt genau dieser Color Corrector perfekt. Du kannst es, schau, ich habe immer nur noch diese kleine Menge hier an meinem Pinsel. Also die Deckkraft ist definitiv da. Wir müssen jetzt einfach mal unter meine Augen gehen, weil ich glaube, da sieht man bei mir am meisten. Ich habe auch heute noch keinen Color Corrector drauf gemacht. Ich nehme mal noch ein bisschen. Ich finde, bei diesen sehr, sehr cremigen Stick-Produkten ist es am besten, wenn man mit der Hand arbeitet. Wenn du direkt auf dein Gesicht gehst, dann kann es sein, dass du viel zu viel Produkt hast und es kann sein, dass es einfach nicht warm genug wird. Wenn du es auf die Hand gibst, mit dem Pinsel so ein bisschen einarbeiten. Das ist ein schöner Pinkton. Ich werde mir den peachigen Ton auch noch bestellen. Und mit diesem Peach kann man eigentlich ganz gut hier die Augenschatten ausgleichen. Naja, ne? Also er ist jetzt ein bisschen hell, aber die Textur ist wirklich, wirklich cremig. Was ich ganz gerne mache, ist, manchmal will ich auch gar nicht unbedingt Color Correction machen, sondern manchmal möchte ich einfach nur so einen Wash of Color haben und dann benutze ich einfach so einen Color Corrector als Foundation. Ihr seht den Unterschied schon, ne? Also die Deckkraft ist sehr, 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 sehr stark. Wäre der jetzt ein Ticken dunkler, dann würde es auch nicht so krass unter den Augen aussehen, ne? Also das muss man jetzt sagen, das ist schon krass. Und was ich ganz spannend finde, das ist nämlich oft ein Problem, was ich sehe, dass viele, ich schließe mich da nicht aus, ne? Aber mittlerweile habe ich das Problem für mich entdeckt und probiere das so ein bisschen zu vermeiden. Wenn dein Concealer zu hell ist und du recht intensive Verfärbungen unterm Auge hast, dann kann es passieren, dass das Blau zwar ausgeglichen wird, aber es dann so ein bisschen gräulich durchscheint. Und dann hast du anstatt Blau, hast du Grau. Dann nehme ich lieber Blau. Ist eine schönere Farbe als Grau. Kleiner Reim, Maxim. Wisst ihr, was ich meine? So, und das ist das Problem, wenn die Deckkraft hoch ist, aber nicht hoch genug. Hier siehst du eigentlich nur noch weiß. Und ich könnte jetzt mit einer Foundation rübergehen und ich wäre fertig, ohne dass das Grau durchkommt, weil das wirklich echt intensiv ist. Mit dem hellen Ton setze ich mir jetzt einfach mal hier kurz ein paar Highlights. Es wird jetzt ein bisschen experimentell. Ich möchte jetzt einfach die Texturen kennenlernen und schauen, wie das Ganze funktioniert. Das ist natürlich schon teuer, ne? Also wenn du 7 oder 8 Euro für 2 Gramm hast, fast der Goldpreis ungefähr. Ich nehme jetzt mal kurz einen Beauty-Schwamm und blende das Ganze so ein bisschen ein. Dann ist das nicht mehr ganz so krass, der Kontrast zwischen meiner Haut, weil ich das etwas ausgleiche. Und ich glaube, im direkten Vergleich seht ihr ganz gut, dass es hier schon wirklich ausgeglichen ist. Ich bin ganz überrascht, weil ich die Textur als
am Anfang sehr cremig empfand und nicht gedacht habe, dass sie doch ein bisschen runtertrocknet, aber sobald sie in Kontakt mit Haut ist, gleicht es das Ganze sehr, sehr gut aus. Ich ärgere mich gerade wirklich massiv über mich selber, dass ich das nicht in einer anderen Farbe nochmal bestellt habe. Ich habe 3 Farben bestellt. Ich hätte deutlich dunkler gehen müssen. Aber das ist das Problem, wenn man online bestellt. Deswegen, ihr seht die Farben. Ich probiere das farblich immer anzupassen im Color Grading am Ende, dass das Ganze für euch dann auch so ist, dass ihr so ein bisschen die Farbe einschätzen könnt. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch, dass die Farben sehr, sehr hell sind. Was aber auch nicht schlecht ist. Vor allen Dingen, wenn ihr sehr, 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 sehr hell seid, ist dieser Corrector-Ton in Pink, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich nehme mal noch ein bisschen von diesem gelblichen Ton. Denn mit Gelb kann man die fahle Haut so ein bisschen ausgleichen. Ich trage mir jetzt mal hier ein bisschen auf. Der gleitet wirklich über die Haut. Der schmilzt sofort. Das ist jetzt alles nur, wir probieren das Produkt aus und schauen, was man damit machen kann. Am Ende des Tages haben wir gerade gesehen, du kannst damit Spot Concealing machen. Großartig, es ist alles abgedeckt und du bist good to go. Ich bestelle mir gleich im Anschluss des Videos nochmal die anderen Farben, dass ich einfach da ein bisschen mehr Auswahl habe. Jetzt probieren wir wirklich aus, was kann man damit noch machen. Ich nehme jetzt so ein bisschen von dem gelben Ton. Wird jetzt hell sein, aber ich nehme mir so einen Foundation Brush und arbeite das gut in den Pinsel ein. Wir machen nur die eine halbe Seite. Und tupfe ganz, ganz leicht. Ich will gar nicht zu viel Deckkraft haben. Einfach hier so ein bisschen an den Übergang. Das Gelb gleicht jetzt so ein bisschen die fahlen Hautstellen aus. Ich bin ein großer Freund von Color Correction, weil man damit einfach die natürlichsten Ergebnisse erzielen kann, ohne dass es zu krass aussieht. Kleiner Pro-Tipp, arbeitet bei vor allen Dingen Grün. Nicht so grobflächig. Es gibt viele Leute, die sehr viele Rötungen haben, auch hier um die Nase, weil man sich vielleicht 5 Minuten vorher noch die Nase geputzt hat. Wenn ihr zu viel von diesem Color Correction benutzt und die Rötung im Laufe des Tages weggeht, das Grün gleicht nur die Rötung aus, aber wenn die Rötung weg ist, ist es nur noch grün und dann sieht der aus wie Shrek. Das kann ja auch nicht das Ziel sein. Ich bin wirklich gerade, also ich habe immer noch die Hälfte hier drauf. Ich nehme jetzt noch ein bisschen mehr. Für diese Stellen hier, die so ein bisschen unruhig aussehen. Unglaublich. Das schmilzt sehr gut. Ich habe jetzt auch nichts Besonderes drunter. Ich habe jetzt meine Aqua Intense Creme, weil ich einfach weiß, dass die immer mit vielem funktioniert. Und jetzt blende ich einfach nochmal so ein bisschen mit einem Schwämmchen alles ein. Bei diesen Cremeprodukten muss man immer ein bisschen schauen, dass man eventuell mehr Zeit nimmt, um das Produkt wirklich gut in die Haut einzuarbeiten, weil ihr dadurch 2 Vorteile habt. Einmal, es schmilzt natürlich besser an. Das Produkt ist ein Produkt, was auf Wärme angewiesen ist. Und wenn ihr das länger einarbeitet, hält es auch. Es sieht schon passend aus, ne? Also es ist jetzt einfach sehr, sehr gleichmäßig. Ich hole euch mal ein Stückchen heran, dass ihr euch die Hauttextur auch einmal anschauen könnt. Es ist sehr, sehr weich gezeichnet. Ich glaube, das ist ein Produkt, da brauchst du wirklich eigentlich nichts an Menge. Du darfst nicht zu viel benutzen, weil es ist ein schweres Produkt, ne? Das darf man nicht vergessen. Es ist nicht dafür gemacht, um es eventuell komplett als Foundation zu benutzen. Aber ich lieb's. Ich bin wirklich beeindruckt gerade. Schreibt mir mal bitte jetzt in die Kommentare, was ihr zu dem Produktstand jetzt sagt. Kommentar 1, Color Correction und Spot Treatments, also punktuell auf die Stellen auftragen, damit das Ganze an dem Punkt abgedeckt ist. Oder gleichmäßig aufgetragen. Ich finde es jetzt mal ganz spannend, wenn wir wirklich diese eine halbe Seite machen. Ich wünschte mir, dass es noch deutlich dunklere Farben gegeben hätte. Dann hätte man damit nämlich auch ganz gut so ein bisschen bronzen können. Wir machen das jetzt einfach mit den Produkten, die wir hier haben. Ich mische mir jetzt ein bisschen von meinem e.l.f. Halo Glow mit rein in den Concealer. Dadurch habe ich eine etwas andere, dunklere Farbe. Die Formulierung ist ähnlich, aber nicht gleich. Das heißt, es könnte deutlich besser funktionieren. Und arbeite mir das jetzt mal hier ein. Ich probiere jetzt mal das Ganze farblich so ein bisschen anzugleichen und daraus einen sehr natürlichen Look zu machen, um so eine leichte Schattierung hier mit reinzukriegen. Vielleicht hier etwas am Auge. Damit kann man das immer ganz gut angleichen. Und dann seht ihr auch, dass es nicht mehr ganz so hell ist. Ich sage immer, geht lieber ein Stückchen heller mit euren Produkten als zu dunkel, weil ihr dadurch einfach ein bisschen mehr ausgleichen könnt. Und jetzt fixiere ich das Ganze einfach am äußersten Rand, dem Rest, den ich hier noch dran habe, an Bronzer. Und jetzt schaut euch bitte einmal dieses Ergebnis an. Ich mache mal kurz die Hintergrundfarbe weiß, weil ihr dadurch nicht so abgelenkt seid von dem Hintergrund und jetzt sehe ich auch ein bisschen besser. Also, hier Rötungen und sehr ungleichmäßig. Hier, ich habe ja immer noch die ganze Hand voll. Das ist schon krass.
Das ist wirklich, wirklich krass gerade. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt, wie ich es mir wünschen würde. Ich gehe noch mal ein Stückchen näher ran. Es ist sehr, sehr weich gezeichnet. Es ist ein bisschen glowy. Wir müssen das Ganze wahrscheinlich fixieren. Ich nehme jetzt mal den Rest, den ich hier noch dran habe. Einfach um den groben Schein so ein bisschen wegzunehmen. Und habe. Denkt doch bestimmt, ich bin nicht mehr ganz dicht, weil das ist ja jetzt, also ne, das würde ich ja auch mit einem anderen Produkt hinkriegen. Ich glaube aber, der Vorteil von diesem Produkt ist, dass du halt nichts brauchst an Produkt, sondern wirklich diese kleinste Menge ja schon ausreicht, um das Make-up auszugleichen. Ich mache jetzt mal die andere Seite und dann schauen wir mal, wie das Gesamtergebnis aussieht. Ich habe einmal das Ganze auf der anderen Seite nochmal wiederholt. Also, mir fällt es manchmal immer ein bisschen schwer, dann die Kontrolle zu behalten. Manchmal wird es dann einfach doch mehr, als ich eigentlich gedacht habe. Aber das ist jetzt schon wirklich das Maximum, was ich heute eigentlich tragen wollen würde. Weil das ist so mein. Mittlerweile hat sich das ja bei mir so ein bisschen verändert, dass ich kaum noch geschminkt im Alltag bin, weil ich einfach meiner Haut diese Zeit dazwischen geben möchte. Das sind aber jetzt vom ersten Eindruck her Produkte gewesen, wo ich sage, wow, das ist sehr, sehr natürlich. Und die Textur ist. Also. An keiner Stelle meines Gesichtes denke ich mir jetzt, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich habe noch nicht fixiert. Ich habe noch was anderes gekauft. Das passt jetzt hier ganz gut rein. Es gibt nämlich auch die Stick-Click-Fett-Oil-Shiny-Lip-Balms. Ich habe mich für eine etwas herbstlichere Farbe entschieden. Elf in a Mood. Das ist. Die gibt es im Moment echt von vielen Brands. Da klickst du einmal. Und dann kommt das raus. Okay, es reicht. Ich swatche einmal kurz. Sehr, sehr weich. Sehr glossy. Ist eine schöne Farbe. Ah, die sind Gott sei Dank nicht ganz so weich, dass du denkst, dass sie gleich brechen. Was ich ganz schön finde, ist, wenn das ist ja aus Plastik, ne? Und oben, wenn du nicht zu weit. Schmeckt aber gut. Wenn du nicht zu weit rausgehst, kannst du eine sehr, sehr gerade Kante machen. Und dann ist die Deckkraft auch krass. Okay. Ich dachte, das ist eher so ein ganz zarter Ton. Oh, krass, okay. Das ist vom Finish her eine leicht deckende Version vom Maybelline Vinyl Ink. Nicht vom Feeling, weil ne, der wird nicht fest, aber die Farbe ist toll. Ich nehme mal so ein bisschen Farbe wieder weg. Und du hast trotzdem noch einen ganz leichten Hauch von diesem, also der Geruch ist toll. So ein bisschen Kirsche, ein bisschen fruchtig. So einen ganz leichten Hauch an Farbe, der so auf der Lippe ist. So ein ganz zarter Lippenstift. Ganz spannend. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist entweder so schleimig und leicht. Kann ich mir gut wie alles als Blush vorstellen. Ja, ich werde jetzt mal in den Tag starten. Es ist 6.31 Uhr. Bis gleich. Ein kleines Update für euch Mäuse. Mittlerweile ist es 12.14 Uhr. Ich schaue gerade das neue Video von Claudi. Ja. Also, was habe ich gemacht? Alles. Ich war einkaufen. Ich habe Essen gemacht. Ich habe die Küche geputzt. Ich habe die Bäder geputzt. Ich habe Staub gesaugt. Ich habe mit den kleinen Mutschis geschmust. Ich habe ganz, ganz viele Dinge gemacht, die körperlich die Temperatur nach oben bringen. Und ich bin ehrlich, ich mag es total gerne. An einigen Stellen, beispielsweise hier, aber der ist ja auch wirklich sehr markant, ist es schon ein bisschen abgegangen. Ich habe es aber auch eigentlich nicht fixiert. Ne? Ich habe das Produkt nur aufgetragen und nur ein bisschen unter den Augen mit dem Rest, der an der Puderquaste dran war, am Jacquemob dran war, fixiert. Also bis jetzt großartig, ein ganz, ganz schöner Glow. Die eigene Haut strahlt noch so ein bisschen durch. Das ist ja genau das, was ich im Moment so mag. Ich will nicht dieses zugeklatschte. Ich habe neulich hab ich ein Video gedreht und habe eine Full Coverage Foundation benutzt und ich habe in den Spiegel geschaut und dachte mir, Mäuschen, wo ist dein Gesicht hin? Weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin, ne? Weil ich ja, ich schaue öfter am Tag in den Spiegel, wenn ich nicht geschminkt bin, als wenn ich geschminkt bin. Und das hat verunsichert mich dann immer so ein bisschen. Das Allgemeinergebnis gefällt mir aber wirklich sehr, sehr gut. Ich warte jetzt auf Danny, der ist ja nämlich gerade noch auf dem Termin und oder bei einem Termin und sollte dann bald nach Hause kommen, dass wir dann essen können. Und dann geht's weiter, der Tag. Ich bin fix und fertig. Ich würde gerne ein bisschen schlafen jetzt. Wir sind so früh aufgestanden heute, aber keine Zeit. Es tut mir total leid. Ich kann nicht mehr. Es ist mittlerweile 18 Uhr. Ich sehe fertig aus, aber ich sehe gut aus.
Ihr süßen Mäuse, also es war heute wirklich ein wahnsinnig anstrengender Tag für mich, weil ich einfach so viele Dinge gemacht habe. Es gibt manchmal so Tage bei mir, da interessiert mich nicht, ob irgendwo etwas rumliegt, etwas rumsteht, ob es ordentlich ist oder nicht. Und dann gibt es Tage wie heute, da kriege ich einen Rappel. Aber so einen richtigen Rappel und fange an, die Schränke alles, was in den Schränken ist, rauszuholen, zu sortieren, wegzuschmeißen. Ich kann nicht mehr und deswegen fassen wir das Ganze jetzt nach fast 13 Stunden zusammen. Man sieht natürlich, dass das Make-up mittlerweile ein bisschen getragen ist. Aber ich finde, was man ganz besonders gut sieht, ist, dass die untere Augenpartie immer noch ziemlich, ziemlich gut aussieht. Klar, so ein paar Unreinheiten kommen durch. Hier habe ich rumgepopelt. Für 12 Stunden war das ziemlich, ziemlich gut. Und ich habe das Produkt nicht so benutzt, wie ich es hätte benutzen können oder wie ich es sonst benutzen würde, wenn ich daraus wirklich Concealer mache oder wenn ich daraus eine Foundation mache. Denn ich musste natürlich so ein bisschen gucken, dass alles funktioniert, damit das Ergebnis am Ende schön ist. Wisst ihr, wie ich meine? Ich kann nicht... Ich brauche Lipgloss. Schaut euch mal bitte meine Lippen an. Ich kann nicht argumentieren, als hätte ich das Produkt perfekt benutzt, wenn die Farbe richtig gewesen wäre, ich nicht irgendwie hätte tricksen müssen, dass die Farben irgendwie funktioniert haben. Aber wenn es dann funktioniert, dann ist das eine großartige Sache. Und ich würde sagen, das war ein Volltreffer. Nicht nur dieses Stick, sondern auch das Lippending. Das hat echt gut noch gehalten. Natürlich kann ich davon nicht erwarten, dass es hält wie ein Liquid Lipstick, aber du hast ein schönes, fliegendes Gefühl. Das Ganze hat sich gut im Laufe des Tages verhalten und mir hat es wirklich Freude gemacht, die Produkte zu benutzen. Ich werde sie definitiv weiter benutzen, wenn ich die richtigen Farben habe. Eine Szene habe ich aus dem Video rausgeschnitten, weil ich so viel um den heißen Brei darum geredet habe. Die Sticks werden perfekt funktionieren, um sie als Lidschattenprimer zu benutzen. Vorsichtig, wenn ihr vielleicht schon etwas mehr Fältchen im Gesicht habt, dann würde ich ihn nicht großflächig auftragen. Das gilt aber für alle hochdeckenden Produkte, weil die Menge an Pigmenten einfach schnell in kleine Fältchen rutschen kann. Ansonsten sehr, sehr gut. Eventuell auch nochmal mit einer Tagescreme mischen. Das werde ich in den nächsten Tagen aber alles nochmal für mich austesten. Bin super gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Lasst mir gerne eine kleine Meinung dazu unten in den Kommentaren. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.